Mit unserer Wanderung durch den Eichbaumwald sind wir wohl nun durch. Was kommt als nächstes? Wir sind dem zweiten Juwel nämlich schon ganz nah auf der Spur. Ich brauche 15 Grinseblumen, bitte, sonst sterbe ich. Alles klar. Die Wünsche und die Freundlichkeit der Bewohner werden immer schlimmer. Ja, das nächste Mal werden wir angeschnauzt, so. Gib sofort her. Wie geht's jetzt, Blenden? Krass. Ich gehe auch sofort aus dem Weg. Und hopp. Als ob der hüpfen kann. Ja, klar. Ach, vielen Dank. Wie habt ihr denn hierher gefunden, hä? Okay, auf der Suche nach Traumjuwelen. Ja. Ich baue in meinem Garten ein bisschen Gemüse an. Da gibt's einen recht großen Wunderball. Ich frag mich, ob ein Traumjuwel da drin sein könnte. Jemand sollte ihn mal öffnen. Okay, das ist nur ein Level. Aber das Ding werden wir kaum geschenkt bekommen. Nee. Oh nein! Statt des Traumjuwels ist Audrey da drin. Jetzt gibt's ein Battle. Beim letzten Mal haben die Herzen doch keine Rolle gespielt, glaube ich. Also werde ich diesmal aktiv mitmischen. Aber erstmal schauen wir uns an, was passiert. Was zugeklebt ist. Okay, mit diesem Ball stimmt was nicht. Das rieche. Ah, vielleicht sind da ein paar Juwelen drin. Ich mach ihn auf und sehe nach. Ich brauch was zum Werfen. Tja, hat wohl keine Eier. Ja, werf wohl Karmic. Eure Ungestimmtheit, bitte wartet. Ja, und eine Sekunde später kommen wir, klar. Ja, bestes Timing wieder. Echt so, ansonsten wären die erledigt worden. Ja, warte, dann machen wir doch jetzt nichts. Nee, nichts. Soll die Piranha-Pflanze ihn fressen? Was? Ich mach das kaputt. Ja, bitte, nur zu. Naja, aber wir stehen... Hä? Ja, okay. Hey, wie kann das sein? Tja, das wär nix, ey. Ja, so sieht's aus. Ich hab die Sachen aus dem Ball ausgetauscht, geht's zu? Mann, jetzt mach ich euch kaputt. Diese Piranha-Pflanze wird euch verschlingen und es euch heimzahlen. Wir wurden voll durch die World Map getäuscht. Ich dachte, da wäre die Piranha-Pflanze schon von Anfang an drin. Das dachte ich auch. So, gut aufpassen, Leute. So bastelt man Audrey. Ja. Piranha Octaeder heißt sie allerdings in diesem Spiel. Okay, ist eine andere. Ah. Okay, wie immer erstmal gucken. Nee, das kann man bestimmt nicht essen. Aber die Schallgeiß. Lass ein paar durch. Ja. Danke. Ich glaube, jetzt schon auf sie schießen am besten. Oh, aufpassen. Komm hier zu den Schallgeiß rüber. Ach genau, mach kaputt. Das ist eine gute Idee. Achtung. Irgendwie bringt das nichts, sie abzuschießen. Ja, das macht sie dann ganz von alleine. Wie meinst du das? Ah nein, man muss es werfen und dann fällt es auf sie drauf. Man muss das mit den Stacheln machen. Ah, oh, jetzt wurde ich auch getroffen. Ja, eigentlich ziemlich logisch. Warum habe ich das nicht kapiert? Aber Leute, es ist früh am Morgen. Ich bin gerade erst aufgestanden. Siehst du? Nur, dass du mich hast. Ja, du bist auch nicht so lang wach. Ja, aber schlauer. Bam! Was? Schnauze. Ja, ist so. So viel dazu. Aber irgendwie cool, dieser Körper aus Eicheln. Und was ist das andere? Weißt du das? Sind es nicht diese Kastanienschalen? Boah. Kein Plan. Ich hab sie erwischt.
Nimm die Herzen. Weil ich hab schon voll. Mein schönes Apfelkostüm. Ja. Ja. Lass du in der Luft bleiben. Oh. Wie viele Kinder hast du denn bitte gezeugt? Ja, ich war wohl fleißig. Oh. Alter, ist es gut jetzt? Na, warte. Was hätte das jetzt? Komm in die Mitte. Jetzt weg. Ja, in die Mitte. Weg. Okay. Nein. Ah, ich habe auch nicht getroffen. Aber ich bin ausgewichen. Jetzt bin ich ausgewichen. Und damit bist du KO. Ich will das Geld. Mistvieh. Unkraut gehört nicht in einen Garten mit Gemüse. So sieht's also, aus. Eigentlich gar kein Garten. Also vernichten wir es. Ich will ein bisschen was von dem Kürbis und dem Blumenkohl mitnehmen. Mhm. Oder wir nehmen das. Deswegen sind wir ja hier. Das zweite Traumjuwel. Juhu. Kommt natürlich dieser eine Dude. Ja. Ja. Der nichts gemacht ja, hat. Ja, und einfach. Dann von allen gefeiert wird. Ja. Ah, schaut mal, Leute. Das finde ich so unfair, dass er den Fame abgeiern kann. Ja. Boah, Leute, ich habe mich so hart durchgekämpft. Ich bin so mega angestrengt, ey. Das war so heftig, was ich erlebt habe. Ich habe das zweite Traumjuwel. Was sind denn die anderen beiden? Ja, keine Ahnung. Ja, die sind tot, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da ist sie down. Genau. Und wir haben sozusagen die zweite Welt geschafft. Also diesen oberen Abschnitt da. Aber natürlich noch nicht zu 100%. Denn der werte Herr hat noch Bitten an uns. So sieht's aus, ja. Und er fängt an mit einer Bio-Maus. Oh. Ja, die muss Bio sein. Hallo. Auf jeden Fall. Die müssen wir suchen. In der Nähe der Bushaltestelle. Das ist doch schon mal ein sehr, sehr guter Tipp. Dann begeben wir uns doch gleich mal dorthin. Weißt du, wo die war? Ich kann mich an eine... Doch, hier. In dem Level ganz ja, am ja, Ende. Ich... Okay. Warte ab. Da ist die Biomaus. Da ist die Biomaus ja schon. Ach, die habe ich sogar gesehen gehabt und angesprochen. Während nee, du Level musst erstmal ein... Oder? Geht das von da? Das geht ja, schon. Das geht. Okay. Ist halt schwierig, aber machbar. Das ging fix. Mhm. Was möchtest du noch? Ganz viel. Eine Biomaus, toll. Ich hab noch eine Bitte, wie ihr schon... Den habe ich gesehen, den haben wir beide. Einen Hasenfels möchte ich jetzt haben. Den meine ich im Wunderballwald gesehen zu haben. Ist aber schwer zu finden. Nee, eigentlich nicht. Weißt du noch genau, wo er war? Ich habe ihn auch gesehen. Der war irgendwo in der Mitte. Ah ja. Wir schauen mal nach. Müsste bald kommen. Da ist er. Haben wir ihn. War doch gar nicht schwer. Ja, eben. Der fällt ja auch voll auf durch seine Farbe. Ja. Geht voll klar. Oh, ihr seid echt gut. Da ist mein Hasenfels. Ich habe noch eine Bitte. Ich benötige jetzt 5 Scheigei-Eicheln. Die haben wir sowieso schon mal gesammelt. Ja. Okay. Unbeabsichtigt. Machen wir es halt ein zweites Mal. Auf geht's. Ja, die sind durch das ganze Level verstreut. Ja. Aber auch relativ offensichtlich. Mhm. Wir hatten, glaube ich, am Ende sogar eine war 5, direkt oder? Am Anfang, eine am Ende, soweit ich noch weiß. Und dann nur, wo der Rest ist. Mal sehen. Ja, ja danke. Hier ist die erste. Direkt, da ist sie schon. Vorsichtig. Warte, nicht bewegen. Bam. Das ist ein Flatter. Hast mir auch was.
Reite mich am besten, ich mach das schneller. So. Und du schaust halt, ob du was siehst. Ich sehe aktuell nichts. Mm-mm. Eier können wir uns noch gönnen. Und die können auch an hässlichen Orten in Ecken sein, ne? Ja. Unsere Stampfattacke im Teamplay-Modus ist übrigens sauber overpowered. Da ist eine Schnuffel-Eichel. Da unten sehe ich noch ein Easter Egg, fällt mir gerade auf. Da ist eine Mario-Eichel und eine Pucci-Eichel. Also zumindest ist da eine Mario-Mütze, habe ich den Eindruck, und daneben ist Pucci. Als Eichel. Cool. Ist hier noch was? Weil da hängen auch so ein paar Eicheln ab. Nee, da ist aber kein Gesicht drauf. Da ist eine. Jetzt hoffe ich nur, dass da ganz unten nichts war, weil das wäre Belasto. Bin nicht nach ganz unten gegangen. Der Blick von der Eule ist geil, ne? Ja, das ist so richtig. So, was tut ihr da? So schaue ich dich immer an, wenn du eine Aufgabe löst. Mhm. Da oben vielleicht. Mhm. Wollte ich auch schauen. Ziemlich. Nee. Und da links oben auch nichts. Na, nee. Erst zwei. Ach, aber da, oder? Bei dem Haufen, wenn man da drauf geschossen hat. Ja, oder? Mach mal, ja, ich glaube schon. Nee, da war doch das Geschenk. Nur das Geschenk? Shit. Jetzt haben wir uns so geil gefühlt, dass wir die schon gesammelt haben und alles. Mit dem Flatter da hochfliegen. Dann halt nicht. Hier war die Maus. Da ist eine. Da, am Boden. Ja, die war offensichtlich. Aber jetzt sind wir ja schon am Ende. Naja, aber das geht ja noch ziemlich weit nach oben hier. Hier gibt es ja viele Abzweigungen. Ich weiß nicht, du. Da wird schon noch was kommen. Ja, aber zwei Stück. Ja, eine vielleicht bei der Fahrt. Ach komm, als ob ich da jetzt durchfalle. Also hier oben ist nichts, das ist schon mal sehr, da sehr... Da oben vielleicht? Belastung. Nee. Das ist nicht gut. Die kommen nicht beide. Oh Mann. War wahrscheinlich doch eine da unten, wo ich nicht hingehen wollte. Ja, wir können ja noch zurückgehen. Ja, noch können wir zurückgehen. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir das mal. Leider reines Wunschdenken. Wir sind ja mit diesem einen Aufzug da gefahren. Kommt man natürlich nicht mehr zurück. Also ich denke, eine werden wir noch finden, aber die fünfte wird dann fehlen. Ja, ja, die wird irgendwo am Anfang gewesen sein. In der Mitte, denke ich. Das ist halt doof, wir müssen dann alles nochmal sammeln. Nee, eigentlich nur die gefehlt hat. Ach nee, dann kann man die, das stimmt, gleich abbrechen. Ja, okay. Okay, hoffen wir jetzt trotzdem noch, dass es kommt. Auch wenn ich das nicht glaube. Ich irgendwie auch nicht. Hier ist gar nichts. Hier ist die, aber... Es fehlt eine. Ist es nicht... Man sieht das kaum. Da ist sie, schau mal. Betrug. Schau mal, schau mal. Hallo. Ja, es ist trotzdem Betrug, weil ich habe die vorhin auch gesehen, aber die Kamera ist nicht rausgezoomt. Naja, jetzt haben wir es ja. Ärgerlich. Vielleicht schneide ich das rein. Ich habe das extra so inspiziert und alles, aber die... Kamera wollte nicht, wie du wolltest. Ja, jetzt habt ihr es ja gefunden. Das war voll peinlich, Leute. Ihr könnt mir nochmal helfen. Ich suche einen Bärenfels. Okay, den habe ich noch nie gesehen. Den habe ich auch nie. Das ist im Geheimraum im Wunderballwald. Ja, es gibt ihn wirklich. Geheimraum?
Einfach mit einem Ei bewerfen. Okay. Okay. Keine Ahnung, was er genau meint, aber wir machen jetzt erstmal was anderes. Und ich habe vor, hier in die Mitte zu gehen, weil ich glaube, hier kommt... Genau. Diese japanische Zone, das Ninja-Land. Da kannst du gerne hingehen, wenn du mir 10 Grinseblumen gibst. Tu ich. Du warst so nett. Wir haben ja genug von denen. Ach, krass. Ich finde das auch total unlogisch. Zuerst fordert er viele Grinseblumen und dann gibt er sie selbst ab. Stimmt. Absolut kein Sinn. Ich hab gar nicht drüber nachgedacht. Das ist Ninja-Land. Herzlich willkommen. Vor allem geben die ja meistens ja noch mehr Blumen ab, als die ja, tatsächlich okay, wollen. Stimmt eigentlich, ne? Haus der trügerischen Türen. Wir starten. Das wird bestimmt geil. Aber Vorsicht vor den Ninjas. Und den Shuriken. Ninja-Guys. Der Titel des Levels erinnert mich übrigens an Mario 3D World. Das ist ja geil. Diese schöne die Strohhelme Bambus. Als Bambus. Ah, ich sag schon, pass auf, und dann lasse ich mich selbst von dem wegschuriken. Vollen Rücken. Ah, muss ich erstmal rausziehen. Tut voll weh. Ja, besser als eine Katana in den Rücken zu bekommen. Ja, komm mit. Kann man da nicht durchspringen? Doch, das musst du wahrscheinlich abschießen, die okay. Tür. Ein Ich lass mich auch von denen treffen. Moment. Die Schriftrolle? Nee. Nee, dann drehen wir es wieder um. Komm hoch. Wir müssen halt auch jeden Winkel beachten. Deswegen immer gut gucken. Hörst du auf? Schuriken zu schmeißen? Das könnte ein Herzen sein. Nimm Platz auf mir. Mach's doch einfach. Hier ist eine Blume gefunden. Hier oben ist nichts mehr. Aber selbst hier haben sie wieder das Main-Theme verwendet. Irgendwie in fast jedem Level ist das Main-Theme nur anders geremixed. Ist schon ziemlich faul. Also in Woolly World hatten wir doch einen geilen Soundtrack. Warum haben sie es dann diesmal nicht gemacht? Schnall ich nicht ganz. Ah ja. Ach doch, da. Soll denn das da sein? Ein Tiger. Das ist mehr eine Katze. Also ist halt wirklich eine Katze. Wait. Okay, es geht um die Blume hier. Kommen wir an die ran? Ja, du musst dich hier so erstmal... Kannst du da nicht hochgehen? Aber ich kann sie von hier... Nee, kann ich nicht. Ah, ich kann hier hochgehen! Ja, ich habe da auch nochmal gedreht. Ist das gut gewesen? Schauen wir mal. Ah ja, so komme hey, ich musst auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Ich wollte nur. Hä, wieso bin ich da runtergefallen? Ja, weil du musst es zuerst so drehen. Dreh das erstmal um. Dann gehst du nach hinten und ich dreh dir das um. Weil du brauchst diesen Podest. Ja, ist schon klar. Ja, jetzt kannst du es holen. Mit dem Ei aber. So. Jetzt geht's hier oben ja, auch weiter. Ja, lauf ich einfach versuch mal weiter. Zu laufen, damit du nachgeportet wirst. Ja, kommst ja, du? Da bin ja. ich schon. Ab aufs Dach. Ich steig den aufs Dach. Oh, Zeit-Challenge. Aber wir haben genug Eier. Ja, ich fang mal an. Die dritte Wolke war es, glaube ich. Die dritte. Und dann von hinten die dritte. Aber so eine kleinere, glaube ich, auch. Ja, ja, hier. Okay. Ba, 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 ba. Und runter. Voll viele Strohhelme hier aus Plastik. Was ist denn das? Umweltverschmutzung. Die müssen aus Pappe sein, ja? Komm her. Wir haben noch nicht alles, glaube ich. Doch, da bist du hergekommen. Okay. Runter, runter, runter. Ah ja, da ist ja auch noch was. Du, 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 du. Wir müssen endlich nach Japan übrigens. Ja. Essen.
wieder easy. Ja, das war einfach. Da ist Sackgasse. Nö. Außer halt so. Und halt anders rumlaufen. Hier haben wir nichts vergessen, ne? Ich glaube nicht. Oh. Ist ja übelst random. Als ob es dafür Red Coins gibt. Also die hätten uns auch fehlen können am Ende. Ja, wir haben eigentlich viele Eier. Voll gemein. Na, kommen wir da noch durch? Boah, schnell diesen Typen da fressen. Da ist noch eine Blume. Ja. Einfach umdrehen, würde ich sagen. Wobei, einer sollte vorne bleiben. Ja, aber warte. Oder ich gehe schon... Okay, dann mach. So. Weiß jetzt gerade nicht, wie man das in Einzelspieler machen soll. Aber wobei, du kannst es ja umdrehen und dann runterlaufen und dann auch mit dem Ei abschießen, so wie ich es gemacht habe. Ja. Das geht ja. Ohne Probleme. Ah, ich habe kein Ei. Ja. Hey, du hast doch bestimmt eine rote Münze. Ja, baller auch das Zeug da ab. Du musst diese Plattform hier abballern. Oder es geht auch so, okay. Boah, die haben Messer. Aua. Katanas. Da ist das Geschenk übrigens. Hier ist nix. Dann komm. Ja. Ich will mich nur gründlich umsehen. Bringt das was, die zu killen? Nein. Da geht's weiter. Kommst du? Ja, schieß mal. Achso, ich muss da stehen, stimmt. Ja, eben. Wer will uns wieder abstechen? Nimm Platz. Nee. Ich hol mir ein paar Eier. Da unten war ein Schlüssel, den müssen wir uns sogar holen jetzt. Ja. Warte, ich hol auch noch Eier. Endlich werden die Schlüssel eingeführt. Aber es gab noch kein Castle-Level irgendwie. Hä, wir kommen mal runter. Nicht per Stampfattacke? Ja, wie denn dann? Nein, das geht ja von da gar nicht. Da kannst du... Hä? Muss doch! Okay, gehen wir wieder zurück. Aber da kommst du nicht hin. Was? Das ist weird. Du musst werfen, weil du sitzt auf mir drauf. Wie kommt man hier weiter? Warte, ich habe eine Idee. Ja. Oh mein Gott. Ja, aber die Idee war gut. Bist du? Gut, dass es mich gibt. Manchmal, ja. Hallo? Ach, guck mal, was die da... warte, was sind das für Räume? In Japan gibt es... Naja. Besondere Sachen, besondere Gebäude, besondere Dienste, Leute. Und naja, das sah mir schon ein bisschen heiß aus. Okay. Wir haben sich da, glaube ich, gerade gegönnt. Die Shy Guys, na, das Kopfkino werde ich jetzt nicht mehr los, du. Ja. Das mit so den geil. Messern. Noch drei rote Münzen. Alle gekillt. Mach das nochmal, dieses Schießen. Aber geh nicht drauf, geh nicht drauf. Ich glaube, hier ist nochmal ein Loch. Ist es auch. Meine Eier zurück. Nee. Ich komme jetzt nicht mit. Ja, du musst dich selbst schießen. Ja, du hast mir alles weggenommen. Na gut, bis auf eins. Aber ich kann mich trotzdem jetzt nicht umdrehen. Ja, komm da durch. Warte, hier ist noch was. Ich hol das mal alles. Eine rote Münze fehlt noch. Ja, jetzt haben wir sie alle. Komm hoch und mach mir den Weg frei hier. Ich habe keinen Bock, nur rumzustehen wie eine Vase. Ja, okay, dann lass ich dich da. Ja, wie bist du so schnell zu mir gekommen? Hier, neue Eier. Und dann gehen wir hoch. Ja, hier durchgehen und von hier aus schießen. Ja, aber dann kommst du nicht mehr dahin. Verstehst du nicht? Wir kommen da nicht mehr hin. Dann nimm Platz.
Ach komm. Komm im Mund, im Mund, im Mund. Wir brauchen jetzt ja auch Platz. Oder wie soll das gemacht werden? Und das. Nee, geh nach oben und ja, ja, jetzt passt's. Schau. Ja. Okay. Da links erstmal schau. Haben wir alle Blumen? Ich glaube, es fehlt eine. Wow! Was ist das für eine Fahne? Cooper-Fahne. Und Scheigei-Fahne. Kann man nichts abschließen. Durch, aber ich glaube. Ach nee. Nee, wir haben alles. Okay. Wir haben nicht alle Herzen. Ja, ja, aber das ist auch schwer hier. Hä, wie kann das denn sein, Bruder? Ich habe doch sogar noch mein Schild. Ja, das frage ich mich allerdings auch. Aber es gibt hier nichts mehr. Sind mir alle Herzen weggefressen oder was? Nee. Kommt auch nichts mehr, ne? Nee. Dann müssen wir die Herzen nachholen. Mist. Geht nicht anders, ne? Hm. Alle schwierigen Aufgaben gelöst und dann sowas. Tja, aber ein schönes Level. Ja, ich freue mich auf mehr. Erledigt. Dann erfüllen wir noch dem anderen seinen Wunsch nach dem Bärenfelsen, oder? Mhm. Mit einem Geheimraum. Ich weiß nicht genau, was er damit meint. Wir haben ja in dem Level alles, also müssten wir den Raum ja eigentlich gefunden haben, aber ich komme nicht drauf. Vielleicht war da mal eine Blume oder so drin. Das kann schon sehr gut sein. Wir versuchen es herauszufinden. Ja, das könnte doch ein Geheimraum sein. Ja. Ja, hier ist es. Tatsächlich. Es passt auf seine Beschreibung. Ja. Die Typen labern zwar oft Mist, aber in dem Fall hatte er recht. Hm, das war cool. Nun habe ich noch eine Bitte. Ich benötige einen Holzlöwen. Als ich bei den vielen Eicheln nach Stufelchen gesucht habe, sah ich ihn. Einfach mit einem Ei bewerfen. Also auf der Rückseite. Mhm. Und wir können das wieder verbinden. 3 Minuten 30 haben wir also Zeit. Das können wir schaffen. Los geht's! Holzlöwe? Ja, bei den Eicheln. Was war das denn? Keine Ahnung, du. Reite mich. Wir sollen aber mal den Weg hier frei machen. Na los! Hä? Jetzt geht's gar nicht. Ach so! Ja klar, die waren ja auch sozusagen Gewicht. Immer wieder springen. So geht's rauf. Alles klar. Dann der Bus. Oh, das war ein Fehler. Ja. Den Flatter-Aggro zu machen. Ignorieren wir sie lieber. Tun einem ja nix. Mhm. Wenn man sie in Ruhe lässt. Ah, wenn man sie in Ruhe lässt. Okay. Da ist der erste. Ja, den kannst du eigentlich von hier schon abschießen. So, ich vertraue mal drauf, dass hier ansonsten nichts ist. Ja, es war ja bei den vielen Eicheln, hat er gesagt. Ja, jetzt kommen eben viele Eicheln. Aber es gibt noch eine zweite Stelle. Ich glaube, hier ist nichts, nee. Okay. Dann weiter. Ach,
Warte, die zweite Stelle sieht man aber nicht vom Hintergrund aus. Ja, da oben. Ziemlich sicher. Ja, das. Okay. Ist einfach. Aber welche viele Eicheln meint er denn jetzt? Das ist kein Löwe. Oh, fuck this shit. Da ist der Löwe. Ich schaffe es schon. Ich muss den fressen. Ja, gut. Weiter. Das ist doch kein Löwe. Jetzt bin ich wieder tot. Keine Frage, ich hab's geregelt. Du bist einfach nur hängen geblieben. Ich hab du bist hängen geblieben im Kopf. Geht's jetzt runter? Ich meine, in der Luft hängen geblieben halt. Egal, weiter. Ist das so richtig? Ja, glaub schon. Ja, glaub schon. Wirkte so seltsam, aber ja. Komm, hier lang. Okay. Noch eine Minute. Ja, da ist der Weg. Ja. Hundi! Da! Ja, ja, der war ja easy. Jetzt schnell ins Ziel. Ziel. Danke. Ist wieder nett. Ach, hab ich dich wieder im Mund? Hab ich gar nicht gemerkt. Aber dann schmeißt dich ins Ziel, warte. Boom! Boah, zum Glück nicht gegen die Bande. War doch perfekt, oder? Ja, war in Ordnung, sagen wir es mal so. Da kann er nur zufrieden sein. Hoffen wir das mal. Lustig, wie du gestorben bist. Aber ihr habt's geschafft. Ich bin allerdings immer noch nicht zufrieden. Ich möchte jetzt 5 blaue Pilze. Die gibt's auf der Rückseite vom Wunderballwald. Einfach mit einem Ei bewerfen. Heute nicht mehr. Beim nächsten Mal vielleicht. Danke fürs Dabeisein. Tschüss.